Roulette Kessel Gucken Freitag 24.05.2019 Tagesgewinn 6.000 Euro Quantenmechanik Autor D. Seltzere McKenzie YouTube. Heute ist Freitag, der 24. Mai 2019, wir haben jetzt 15 Uhr und ich begrüße natürlich auch die Zuschauer hier im YouTube-Livestream, auch wenn es heute nicht so viele sind, wir haben heute 23 Zuschauer, aber das ist für uns viel. Ich sage ganz offen, heute ist ein Tag, war mir nicht so recht wissen, was wir machen sollen, ich habe deshalb hilfsweise unter Dutzend ausgerechnet mit der Quantenmechanik und die hat uns gesagt, wir sollen unter Dutzenden in den 2 gegen Dutzenden nach einer ganz bestimmten gefallenen Permanenzkonstellation setzen. Und das haben wir jetzt vor. Ich sage Ihnen, wir sind am Tisch 21 im Casino von Dortmund, beziehungsweise unser Spieler steht dort am Tisch und wartet, dass die Vorpermanenz kommt und dann fangen wir mit dem Setzen an. Jetzt ist es 15 Uhr und ich höre gerade, der Tisch hat gerade eröffnet mit der 10, mit der 15 und mit der 7, aber das ist nicht die von uns erwartete Permanenzkonstellation. Wir müssen also weiter warten. Ich melde mich etwa in einer halben Stunde wieder. Wir haben uns heute vorgenommen, wir spielen mit 2000 Euro Stücken immer auf die Gegendutzenden, aber erst dann, wenn unsere gewünschte und erwartete Vorpermanenz gefallen ist. Wir setzen insgesamt 3-mal und das Ziel ist 6000 Euro Gewinn, aber nun müssen wir erstmal abwarten, wann unsere Permanenzkonstellation kommt, damit wir überhaupt setzen können. Ich melde mich nochmal in einer halben Stunde wieder. So, jetzt haben wir es 4.30 Uhr und unsere Permanenzkonstellation ist gefallen, aber in diesem Falle mit einem Handwechsel, der uns nicht so ganz in den Kram passt, und zwar ist gefallen unsere Konstellation 3, erstes Dutzend, dann 21, 15, 17, 14, 23, das zweite Dutzend, dann 31, das dritte Dutzend und dummerweise kommt dann ein Handwechsel, aber wir setzen jetzt auf die Gegendutzende der 31 und das wir eben das erste und zweite Dutzend. Unser Spieler ist bereits am Werk, nun warten wir mal, wie's weitergeht, denn er setzt 3-mal hintereinander auf die Gegendutzende, weil das nach den Berechnungen zu Gewinnen führen soll. Nun gut, es hat jetzt erstmal eine Viertelstunde gedauert, aber es ist eine gute Nachricht, das erste Dutzend ist gefallen, nämlich die Nummer 10, dann haben wir auf die beiden Gegendutzenden wieder gesetzt auf das zweite und dritte Dutzend. Dann ist die 34 gefallen, also wieder ein Gewinn und dann haben wir auf die beiden Gegendutzenden wieder gesetzt das erste und zweite Dutzend und gefallen ist die 5, hat also alles auch gepasst. Wir haben insgesamt 3-mal gesetzt, immer auf die Gegendutzende und haben 3-mal hintereinander gewonnen. Es ist nicht einfach, in jeden anzusetzenden Coup 4000 Euro zu setzen, nämlich auf jedes der beiden Dutzenden 2000 Euro, aber es sieht so aus, wir haben jetzt genau 6000 Euro gewonnen, so wie wir es geplant haben. Damit ist das Spiel für den heutigen Tag beendet, der Gewinn lautet 6000 Euro.